Rechtsanwalt Alexander Hübner ist der Verteidiger des mutmaßlichen Terroristen Al-Kaber, der sich am vergangenen Abend in der JVA Leipzig das Leben genommen hat. Wir haben heute den Justizminister, den JVA-Leiter gehört, wie es dazu kommen konnte. Die Erklärungen sind nicht zufriedenstellend. Herr Hübner, wie haben Sie davon erfahren? Ja, mir ist das gestern Abend zugetragen worden, dass in der JVA was passiert ist, aus einer nicht zu nennenden Quelle. Dann habe ich mich selber schlau gemacht, habe in der JVA angerufen, bin verbunden worden mit Frau Dr. Laube, der Oberstaatsanwältin aus Leipzig, die mir dann den Suizid bestätigt hat. Ja, und dann bin ich laufend von Leuten aus der Presse dann angerufen worden und die Nacht war kurz. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie können Sie sich erklären, dass das passieren konnte? Nachdem allem, was ich jetzt gehört habe und weiß, ist es wohl so, dass man in der JVA Leipzig das Suizidrisiko des Mandanten falsch eingeschätzt hat. Das liegt in der Natur der Sache, dass ein Psychologe auch mal sich irren kann. Allerdings bei den Gesamtumständen, die jetzt mir bekannt waren und ich denke auch der JVA bekannt waren, ist das für mich nicht ganz nachvollziehbar. Nicht ganz nachvollziehbar, halten Sie das für einen Skandal, dass dort nicht auf Ihren Mandanten aufgepasst worden ist, dass so ein wichtiger, der ja auch für die Ermittlungsbehörden wichtiger Mensch jetzt nicht mehr vernommen werden kann, keine Aussagen mehr zu seinen Motiven, zu seinen Hintermännern machen kann? Ich bin jetzt nicht ein Freund von solchen Vokabeln, Skandal oder nicht Skandal. Jedenfalls ist ein schlimmer Fehler passiert. Nach allem, was man wusste, hätte man meines Erachtens nach den Mandanten lückenlos überwachen müssen. Es bestand ja auch alleine schon durch den fortdauernden Hungerstreik und die Verweigerung auch von flüssiger Nahrung eine akute Gesundheitsgefährdung. Ja. Man hätte sicherlich mehr tun können und alleine das, was passiert ist, zeigt uns ja, dass es eben nicht ausgereicht hat. Wann haben Sie das erste Mal mit Ihrem Mandanten gesprochen und in welcher Verfassung war er? Naja, am Montag, kurz vor der Haftrichtervorführung, haben wir allerdings unter Bewachung kurz miteinander sprechen können. Da war er komplett. Ja, man kann sagen, verschnürt und mit Augenbinde versehen. Da war natürlich ein Gespräch, wie man sich so zwischen Anwalt und Mandant vorstellt, so nicht möglich. Aber es hat am Dienstag dann ein ausführliches Gespräch gegeben in der JVA Leipzig mit Hilfe eines Dolmetschers. Da haben wir dann gut 1,5 Stunden miteinander gesprochen. Und ja, ich war dann guter Dinge, dass es auch weitergeht. Hat sich jetzt leider nicht bewahrheitet. Worüber haben Sie gesprochen? Haben Sie ihn nach seinem Hungerstreik gefragt? Haben Sie ihn nach seiner psychischen Verfassung gefragt oder ob er sich das Leben nehmen will? Weil das war ja wohl offensichtlich schon Thema in der Haftrichtervorführung am Tag zuvor. Herr Schilz, ich bitte Sie einfach um Verständnis, dass ich zum Inhalt eines Mandantengespräches auch nach dessen Ableben nichts sagen kann und nichts sagen darf. Beim Haftrichter, das werden Sie aus anderer Quelle schon wissen, war das auch ein Thema. Ihr Mandant ist auch in der JVA untergebracht worden, in einer besonderen Sicherheitszelle mit einem extra Gitter. Man sprach also von Fremdgefährdung. Normalerweise ist es ja wohl üblich, dass Gefangene, die suizidgefährdet sind, auch mit anderen Gefangenen untergebracht werden, um dort eine Kontrolle zu haben. Ja gut, ich habe schon Verständnis dafür, dass es in diesem Fall nicht passiert ist, denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man von Seiten der JVA jetzt verantworten wollte, dass irgendjemand mit meinem Mandanten zusammen in der Zelle übernachten sollte. Außerdem ist mir aus anderen Verfahren auch bekannt, dass es in solchen Sachverhalten üblich ist, die Leute von anderen Gefangenen zu separieren. Und ich denke mal, niemand hätte von uns auch die Verantwortung dafür übernehmen wollen, einen anderen Gefangenen
mit meinem Mandanten zusammenzubringen, weil man einfach nicht wusste, was da passieren kann, weil es ja am Mittwochnachmittag schon Vorfälle in der JVA gegeben hat, also diese Zerstörung der Lampe und das Manipulieren von Steckdosen, hat ja auch der Herr Minister dazu was gesagt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man in einer solchen Situation auf die Idee kommt, einen anderen Gefangenen da mit in die Zelle zu legen. Wo Sie es gerade angesprochen haben, der Herr Al-Kabeer hat ja die Deckenlampe runtergerissen, soll eine Steckdose rausgerissen haben. Daraufhin hat die JVA die Stromzufuhr der Zelle gekappt. Das heißt, ihr Mandant war also eine Nacht bei Dunkelheit eingesperrt, hat dort, man hat wohl alle 30 Minuten nach ihm geschaut mit der Taschenlampe, wie wir heute erfahren haben. Aber wir haben auch erfahren, dass man ihn zu dieser Tat oder zu dieser Zerstörung, die ja auch ein Hinweis auf vielleicht einen Suizidversuch sein kann, überhaupt nicht befragen konnte, weil kein Dolmetscher vor Ort war. Ja, wenn das so gewesen sein sollte, was ich jetzt nicht weiß, dann wäre das natürlich nicht schön, aber dazu müssen Sie die Verantwortlichen befragen. Ja. Ist es generell ein Problem in den JVAs, dass zu wenig Dolmetscher vor Ort sind, dass es einfach im Alltag ständig Verständigungsprobleme gibt? Also mir ist jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt, dass in der JVA ständig Dolmetscher vor Ort sind, sondern die müssen dann jeweils geordert werden. Also mir ist nicht bekannt, dass Dolmetscher ständig in der JVA sitzen und warten, bis man sie braucht, sondern das läuft wohl eher so, dass die dann geholt werden, wenn es erforderlich ist. Also in diesem Fall fand man es offensichtlich nicht erforderlich herauszufinden, warum diese Zerstörung war. Wir haben auch erfahren, dass es also durchaus die Möglichkeit gibt, eine Sitzwache in sächsischen Gefängnissen einzurichten. Es soll wohl jetzt nach diesem Vorfall der zweite Tatverdächtige auch eine Sitzwache haben in der JVA Dresden. Wäre das die Möglichkeit gewesen, ihren Mandanten zu schützen oder? Es war auch die Rede, es gäbe besondere Wachräume, in denen es quasi nur Fliesen und eine französische Toilette gibt. Hätten Sie sich da erwartet, dass dort mehr passiert? Ich habe erwartet, dass man alles tut, um ihn von der Selbstgefährdung zu schützen. Ich hatte ja am Mittwochnachmittag nochmal mit dem stellvertretenden Anstaltsleiter telefoniert und da hat er mir ja über diese Vorfälle berichtet. Ich hatte ihn gefragt, wie der gesundheitliche Zustand meines Mandanten ist. Und als ich das dann gehört habe, war schon auch klar, dass es ein gewisses Risikopotenzial gibt. Ich meine, wenn sich jemand so benimmt, dann lässt das nicht darauf schließen, dass es eine ruhige Nacht wird, ne? Jetzt, nachdem Ihr Mandant verstorben ist, wie geht jetzt Ihre Arbeit weiter? Wird das Ermittlungsverfahren weitergeführt? Kümmern Sie sich jetzt als Anwalt noch um solche Dinge wie Beerdigung, Heimführung in die Heimat? Werden Sie noch mal Akteneinsicht bekommen, was jetzt diesen schrecklichen Freitod in der JVA angeht? Ja, selbst da werde ich wohl was dazulernen müssen. Ich weiß nicht, ob ich die Akten noch bekomme. Der Antrag war gestellt. Sicherlich wird hinsichtlich meines Mandanten das Verfahren abgeschlossen werden, aber dass die Sachen, die dort passiert sind oder passiert sein sollen, weiter aufgeklärt werden, versteht sich, glaube ich, von selbst. Vielen Dank, Herr Hübner.